Wir wollen über Plattformneutralität reden. Mein Name ist Michael Seemann, das ist Ulrike Häubner. Und ja, wir wollen hier sozusagen workshopmäßig relativ konkret in medias res gehen und Ideen zur Regulierung der digitalen Öffentlichkeit vorstellen. Aber erst einmal wollen wir ein bisschen abstrakt erläutern, was wir damit meinen. Ein schönes Beispiel ist jetzt relativ neu. Die Telekom hat einen neuen Tarif, und das ist der Music Flat Tarif. Dort verkaufen sie ihren üblichen Datenverkehr-Tarif für mobil mit einer zusätzlichen Option, und zwar den Dienst Spotify. Wer das nicht kennt, das ist ein Musik-Streaming-Dienst. Man kann relativ bequem dort Musik über das Internet streamen. Und ja, die Daten, die dabei anfallen bei diesem Streaming, die werden von der Telekom dann nicht abgerechnet. Das ist natürlich für manche Kunden ganz interessant, die dann schon Spotify nutzen. Doof ist es für die Kunden, die Simfy nutzen. Das ist der Konkurrent von Spotify, tut eigentlich dasselbe. Die werden dann früher oder später zu Spotify einfach überwechseln, weil da zahlen sie natürlich nichts für den Datenverkehr und wo nicht. Solche Beispiele, wo bestimmte Dienste bevorzugt werden oder andere diskriminiert werden, gibt es schon zuhauf mittlerweile. Beispielsweise wird gerne Skype von Mobilfunkprovidern ausgesperrt, weil das natürlich in Konkurrenz zu den eigenen Produkten steht, der Telefonie und der SMS. Mit 0.facebook.com können Nutzer, die bei Base, also beziehungsweise E-Plus unterwegs sind, können auch ohne, dass die Daten berechnet werden, auf Facebook zugreifen. Das gilt auch in vielen anderen Staaten. Und File-Sharing-Daten werden ganz gerne von den Zugangsprovidern gedrosselt, denn das, was dort an Datenvolumen anfällt, ist meistens relativ viel, und das wollen sie ganz gerne weghaben. Das Problem, das wir hier sehen, ist natürlich der ISP, der Internet Service Provider, der uns das Internet verkauft. Der sitzt sozusagen an einem Nadelöhr direkt zwischen Kunden und Dienst, und er kassiert natürlich von uns ab, dass wir ins Internet rein können, aber er fängt jetzt zunehmend an, auch von den Diensten wiederum abzukassieren, die wiederum zum Kunden kommen wollen. Nach dem Motto, eine schöne Anzeige habt ihr dort, wäre doch schade, wenn Ihnen was auf dem Weg zum Kunden etwas passiert. Ja, und Leute, die sich dagegen engagieren, tun das schon relativ lange unter dem Label Netzneutralität. Das ist das, was wir Netzneutralität nennen, ist die Forderung, die sich an die ISPs richtet, dass bitte keine Daten, keine Bits diskriminiert werden, weder nach Herkunft, Dienst oder Protokoll. Das heißt also, dass der Infrastrukturhersteller, der Infrastrukturprovider, der ISP, bitte es zu unterlassen hat, in den Datenverkehr selbstregulierend einzugreifen. Und warum das wichtig ist, erklärt jetzt Ulrike. Das ist nämlich die eigentlich spannende Frage, warum sollte man sowas überhaupt wollen? Das hat es früher auch nicht gegeben. Es gibt ein schönes Zitat, das bestimmt auch bekannt ist den meisten hier. Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre eigene Meinung zu verbreiten. Das heißt, im Printzeitalter war es schon immer so, dass nur bestimmte Leute unter bestimmten Auflagen auch den Zugang zu einer gewissen öffentlichen Debatte bekamen. Was man gemacht hat in der Zeit, ist relativ viel Regulierung, relativ viel Geld auch dafür aufzuwenden, dass eine gewisse Vielfalt möglich blieb. Und darum versuchen wir, einen vielfältigen Pressemarkt zu haben. Darum gibt es solche Dinge wie das Pressegrosso, das Großhändler verpflichtet, verschiedenste Zeitungen bereitzustellen und nicht nur eine zu verkaufen. Und ähnliche Dinge. Dennoch war es im Printzeitalter so, dass der Zugang eben sehr eingeschränkt war, sowohl zur Konsumtion als auch zur Verbreitung der eigenen Meinung. Das hat sich grundlegend gewandelt durch das Internet. Während Meinungsfreiheit vorher natürlich auch möglich war, ergibt sich jetzt die Möglichkeit, ganz neue Diskursmuster zu entwickeln, direkt zwischen den Menschen. Und damit entsteht eine Ebene, die auf der Meinungsfreiheit aufbaut und etwas mit Meinungsermöglichung zu tun hat, mit bestimmten Formen, Meinungen überhaupt nicht nur wahrzunehmen, sondern auch zu formen. Meinungsfreiheit und Meinungsermöglichung kommen erst im Internet in der Form zusammen,
das ist auch der Grund, warum diejenigen, die sich schon ein bisschen länger mit dem Internet beschäftigen, wie zum Beispiel Tim Berners-Lee, aber auch große internationale Organisationen, inzwischen der Meinung sind, dass Zugang zum Internet und gleichberechtigter Zugang zum Internet möglicherweise irgendwann den Status erreichen sollte, dass es ein Menschenrecht wird, dass es so verankert wird, dass nicht Einzelne ausgeschlossen werden kann. Kurz gesagt ist Netzneutralität gewährleistete digitale Redefreiheit. Und zwar nicht nur rechtlich, sondern eben auch technisch gewährleistete digitale Redefreiheit. Ja, kommen wir zum Konkreten. Internet wird immer ganz gerne dargestellt in diesem Schichtenmodell. Das ist das OSI-Schichtenmodell. Und wenn wir über Internet, über Netzneutralität reden, dann reden wir eigentlich über die unteren vier Layer. Das ist das, was sozusagen in den Händen der ISPs sozusagen sich befindet. Das ist dort, ist der Adressat für Netzneutralität. Und wenn wir uns das aber heutzutage angucken, mit welchen Playern wir zu tun haben und welche Player uns tatsächlich die Redefreiheit ermöglichen, also die Meinungsermöglichung bewerkstelligen, dann sind das eigentlich eher die großen Dienste. Dann ist das Google zum Beispiel, dann ist das Twitter, dann ist das natürlich auch Facebook. Ich will kurz was zu Facebook sagen, das mal am Beispiel von Facebook mal aufzuziehen, denn Facebook ist sehr wichtig geworden. Facebook ist eigentlich die dominierende Sozialinfrastruktur unserer heutigen Zeit. Es wird dort eben viel kommuniziert, dort werden Freundschaften geschlossen und gepflegt und dort wird auch politische Kommunikation, findet dort auch statt. Es hat natürlich eine ziemlich heftige soziale Gravitation. Die Leute können sich teilweise gar nicht mehr erlauben, kein Facebook-Konto zu haben, denn sonst können sie gar nicht mehr mit ihrer Peer Group kommunizieren. Facebook wird immer wichtiger auch als Identitätsprovider. Es gibt tatsächlich Urteile in Australien und in Neuseeland, wo Gerichtspost als zugestellt gilt, wenn es an den per Facebook-Message zugestellt ist. Das heißt also, das Identitätsproviding ist relativ wichtig und tatsächlich ist Facebook Internet-Nutzerzahlenmäßig so groß, wie das Internet 2004 war. Das muss man sich reinziehen. Also wenn wir über 2004 Netzneutralität für relevant gehalten haben, dann müssten wir jetzt eigentlich genauso Facebook-Neutralität relevant halten. Sogar ganze Geschäftsmodelle wie das von Zynga, die Social Gaming machen, basieren komplett auf dem Goodwill von Facebook. Die sind an die Börse gegangen mit 8,9 Milliarden Dollar. Das heißt also, das, was auf Facebook passiert, ist relevant. Problem, dasselbe Problem eben wie bei den ISPs, dass das, was wir jetzt die digitale Öffentlichkeit nennen können, eben auf privaten Infrastrukturen basiert. Und eine andere interessante Beobachtung ist natürlich, dass sich über diesem OSI-Schichtenmodell ein weiterer Layer gesetzt hat. Das sind nämlich die Dienste, das ist Facebook, das ist Google. Und solange wir da unten in den unteren Schichten zwar irgendwie Netzneutralität durchgesetzt haben, haben wir aber immer noch nicht das erreicht, was wir haben wollen, die gewährleistete Redefreiheit, wenn wir die oberen Schicht des Facebooks, Googles und so weiter und so fort, wenn die nicht neutral sind. Die zentrale Erkenntnis daraus ist, dass natürlich im Netz jeder Layer fähig ist, dem jeweils darauf liegenden Layer eine Infrastruktur zu sein, dass sich das Internet sozusagen vertikal fortpflanzt. Und deswegen ist es eigentlich geboten, von der Netzneutralität wegzukommen und hin zu einer Plattformneutralität zu kommen. Das heißt also, das Ganze zu verallgemeinern, das Konzept der Netzneutralität zu verallgemeinern und eben auf alle Schichten, die diese Kommunikation angeht und vor allem auch alle weiteren Schichten, die da mal irgendwann kommen mögen, darauf anzuwenden und als politische Forderung zu definieren. Und da stehen wir natürlich dann davor und fragen uns, ja, wie geht das? Wie sollen wir das denn anstellen? Und das ist eine sehr gute Frage und das ist eigentlich die Kernfrage, um die es heute gehen soll. Und das heißt mit anderen Worten, wir müssen gucken, wo gibt es denn da schon Konzepte, wie kann man denn Plattformen, wo gibt es denn da schon regulatorische Geschichten?
Und eines der wichtigsten Beispiele betrifft tatsächlich auch immer noch dieses Schichtenmodell, denn diese oberen drei Schichten, das ist eigentlich repräsentiert durch Dienste, die wir kennen, wie FTP, DNS oder andere Internetdienste. Und eins der wesentlichsten und erfolgreichsten davon kam ja Mitte der 90er, das WWW, das World Wide Web, von dem eben schon genannten Tim Berners-Lee erfunden und in die Public Domain gegeben. Und natürlich war das erstmal ein offener Standard und man hat sich gefreut. Das heißt, offener Standard gleich plattformneutral. Aber eben so einfach war das nicht, denn wir erinnern uns an die Browser Wars. Das war damals der Netscape Navigator, der hatte, das war einer der ersten Browserhersteller. Und Microsoft hatte dann irgendwann seinen Internet Explorer, seinen eigenen Browser in den Markt geworfen und durch den Marktanteil bei der Betriebssystemebene konnten sie dann relativ schnell diesen Markt oder Browser dominieren und so hatte Microsoft fast 10 Jahre uneingeschränkte Herrschaft über das, wie sich das Internet weiter fortpflanzt und hat natürlich nicht neutral agiert, sondern hat auf die Standards geschissen und hat einfach eigene Standards gesetzt, bis dann irgendwann der Firefox, eine Alternative, die Open Source entwickelt worden ist, dem Ganzen ein Ende gesetzt hat. Und ja, dann kamen weitere Browserhersteller hinzu und mittlerweile können wir tatsächlich sagen, dass das WWW, das World Wide Web, durchaus den Kriterien entspricht, den wir als neutrale Infrastruktur bezeichnen wollen würden. Und das liegt natürlich an der großen Konkurrenzsituation und das liegt natürlich, die dazu führt, dass tatsächlich alle Browserhersteller sich wieder daran halten, was das W3C, das ist eine Institution, die auch von Tim Berners-Lee gegründet worden ist, das W3C als Standard vorgibt. Und dieses W3C ist übrigens auch regulatorisch ganz interessant gestrickt, das ist so ein Stakeholder-Modell, bei dem die verschiedenen Browserhersteller, aber nicht nur die Browserhersteller, sondern auch andere Akteure mit am Tisch sitzen. Und ja, das wäre mal so ein positives Beispiel, wie Plattformneutralität klappen kann. Und jetzt gebe ich wieder weiter an Ulrike. Es reicht aber natürlich nicht, sich schöne Beispiele rauszusuchen, sondern wir sind. Aber toll, ne? Ja, finde ich auch. Wir haben uns mal auch versucht, ein bisschen genereller darüber Gedanken zu machen, was denn eigentlich Plattformneutralität wäre. Und wir glauben, dass es mindestens 4 Anforderungen gibt, die neutrale Plattformen erfüllen müssten. Das erste sind transparente und nachvollziehbare Prozesse. Und das meint einerseits die Prozesse, die jeder kennt, wie melde ich mich an, wie melde ich mich ab und so weiter. Da haben die aber ein Eigeninteresse dran. Es meint aber auch Prozesse, die zumindest dem Prinzip nach dem Nutzer verständlich sein müssen, nämlich: Wie wird eigentlich meine Suche personalisiert? Wie verändere ich eigentlich meinen Social Graph, meine Daten, wenn ich meinen Social Graph auf eine bestimmte Art und Weise ausrichte? Dieses Verständnis fehlt den meisten Leuten. Also der eine oder andere kann vielleicht sehen, oh, danach habe ich gesucht und jetzt sieht meine Google-Suche so aus. Das ist ja interessant. Aber die meisten Leute können das nicht. Und zumindest dem Prinzip nach müssen diese Prozesse nachvollziehbar werden. Was nicht unbedingt heißt, dass man jeden Algorithmus offenlegen muss, aber man muss es nachvollziehbar machen und zwar so, dass die Menschen es verstehen. Ähnliches gilt für die Regeln, nach denen bestimmte Dinge ein- oder ausgeschlossen werden. Das steht in den AGBs drin, das ist nicht so, als ob das völlig undefiniert wäre, aber wer liest die schon? Es müssen klare und erkennbare Regeln sein und es muss für Konfliktfälle klare und erkennbare Schlichtungsmechanismen geben. Das ist zwar nett, dass Facebook die NPD-Seite immer wieder aus dem Netz schmeißen kann, aus ihrem eigenen, intern, wenn es genug Protest gibt. Aber ob es der Demokratie so dient, wenn Facebook das alleine entscheiden kann, ist eine andere Frage. Das dritte Kriterium sind offene und definierte Standards. Die gewährleisten eine Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen. Die können es zum Beispiel neuen Wettbewerbern leichter machen, Zugang zu finden, erhöhen damit die Innovationsmöglichkeiten des Systems durch die Konkurrenz, aber sie machen es auch leichter für Leute, die wechseln wollen, die was anderes probieren wollen oder ganz neu hinzukommen, sich wirklich frei entscheiden zu können. Das dritte hängt damit zusammen, ist aber noch ein bisschen was anderes, ist die Datenportabilität. Auch da gibt es erste Ansätze, aber natürlich widerspricht das den Anbietern vieler Plattformen, schlicht deshalb, weil man natürlich die Login-Effekte eigentlich eher gut findet. Für die Nutzer ist es aber ein entscheidender Nachteil. Auch hier müssten Plattformen
so gestaltet sein, dass es im Prinzip möglich ist, alle Daten nicht nur rauszubekommen, sondern auch entsprechend wieder hineinzubekommen in andere Dienste und Plattformen. Letzte Frage, wie macht man das? Das ist keine Raketenphysik, da muss man nicht alles neu erfinden, aber man muss sich schon grundsätzlich darüber Gedanken machen, was sind sinnvolle Dinge. Der Klassiker der Regulierung ist natürlich die rechtliche Regulierung. Das können Staaten machen, das machen teilweise aber auch halbstaatliche Organisationen oder auch internationale Organisationen. Damit kann man eine ganze Menge machen und das wird ja auch gemacht. Also die Frage, was rechtlich zulässig ist und irgendwo auf einem Server liegen kann, wird ja durchaus von Gerichten entschieden. Das hat aber Grenzen. Das hat deshalb Grenzen, weil die Vorstellungen davon, was akzeptabel ist, in unterschiedlichen Ländern sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Auch da merkt man es wieder an nationalsozialistischen Texten beispielsweise, die in einigen Ländern halt legal und in anderen nicht legal sind. Ist schwierig, ist möglich. Ganz gut für Rahmenbedingungen, kann aber nicht das Einzige sein in einem Netz, was vorwiegend privat ist, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ein ganz zentrales Element, was es schon immer gibt im Internet und was auch an vielen Stellen sehr gut funktioniert, ist schlicht die Einigung zwischen zentralen Akteuren auf bestimmte Mindeststandards. W3C ist nichts anderes, als zu sagen, wir müssen uns zusammensetzen, wir müssen uns auf bestimmte Standards einigen. Das kann man sich auch für eine Plattformneutralität vorstellen. Allerdings sind hier die Interessen der Akteure unter Umständen so stark, dass es schwierig wird, an manchen Stellen eine Einigung zu finden. Warum sollten sich eigentlich Google und Facebook darauf einigen, ihre sozialen Netzwerke interoperabel zu machen? Man will ja gar nicht, dass die anderen bei dem anderen sind. Trotzdem ist es nicht unvorstellbar, besonders dann, wenn es kombiniert wird mit so einem dritten Bereich, wo wir nur mal ein paar Beispiele aufgeschrieben haben, dessen, was möglich wäre, nämlich mit bestimmten Anreizsystemen. Ein klassisches Anreizsystem, was immer wieder gut funktioniert, ist tatsächlich das der Zertifizierung, sprich der Auszeichnung bestimmter Plattformen als neutral oder besonders zugänglich, besonders interoperabel. Solche Zertifizierungssysteme gibt es bereits im Bereich des E-Commerce für bestimmte Zahlungsmechanismen, für bestimmte Gestaltungen von Webseiten. Die können gut funktionieren dann, wenn es Institutionen gibt, die entsprechend neutral sind und entsprechend verlässlich diese Kriterien vergeben und können Nutzern dabei helfen, richtige Entscheidungen zu treffen. Was dann oft entsteht, ist so ein Frontrunner-Modell. Wenn ein Großer dabei ist, dann wird er dadurch so attraktiv, dass alle anderen quasi gezwungen werden, beziehungsweise einen starken Anreiz haben, auch mitzumachen. Zweiter Punkt, es ist immer gut, wenn es Alternativen gibt und wenn die möglichst offen und dezentral sind. Da können ganz viele verschiedene Akteure zu beitragen. In der Tech-Community gibt es das eigentlich immer. Sobald irgendwas zu groß wird, bildet sich nebenher irgendwas anderes, das es versucht, besser zu machen. Das kann man aber auch, sowas kann man auch öffentlich fördern. Sowas kann man auch bis zu einem gewissen Maße vielleicht gesetzlich festschreiben. Es ist jedenfalls ein ganz zentrales Element in dem Versuch, eine Umgebung zu schaffen, in der Plattformneutralität eigentlich das ist, was die Akteure von selbst wollen. Dritter Punkt ist, auch den Nutzern kommt eine wichtige Aufgabe zu. Nutzer müssen nicht nur in der Lage sein zu verstehen, sondern auch entsprechend reagieren. Und zwar nicht nur individuell im Sinne von, dann gehe ich da nicht hin, wenn die nicht plattformneutral sind, sondern unter Umständen auch, indem Strukturen geschaffen werden, in denen man sich kollektiv so organisiert, dass man entsprechende Forderungen überhaupt an Plattformen herantragen kann. Das gibt es noch relativ wenig, aber natürlich gibt es schon Organisationen, die sich teilweise dem auch verschrieben haben. Michi hat gesagt, ich soll digitale Gesellschaft vielleicht nicht sagen oder doch sagen, aber genau sowas könnte man sich vorstellen und noch vieles andere. Immer beim Veranstalter einschleimen, das ist immer wichtig. Ja, das war es eigentlich jetzt auch schon von unserem Impulsreferat sozusagen. Jetzt habt ihr noch irgendwie 5 Minuten mit uns darüber zu diskutieren, was ihr jetzt davon sinnvoll haltet, für welche Beispiele oder ob ihr vielleicht eigene Ideen habt. Und darum soll es jetzt gehen. Dankeschön.